Wir sind auf der Suche nach den Werwölfen. Hier bei Werewolves, bei unserer Schauergeschichte für Colonization. Und insbesondere ist dieser Herr hier auf dem Pferd auf der Suche nach den Werwölfen. Der erfahrene Scout, den wir losgeschickt haben, hier im äußersten Norden von Nordengland, reitet er von Ost nach West. Denn wir wollen herausfinden, ob diese Küstenlinie, die dieses Segelboot von uns mit ihm an Bord entdeckt hat und wo es so viele interessante Bonusressourcen gibt, wie hier beispielsweise die Schafe oder die Biber, ob diese Gegend sicher ist vor den Werwölfen. Und wie bekommen wir sowas raus? Natürlich nur darüber, dass wir die Werwölfe finden. Wir müssen herausfinden, wo sich die nächstgelegene Stadt von ihnen befindet, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob wir hier sicher sein könnten, hier oben im Nordosten, ob wir hier womöglich eine neue Siedlung gründen können, die wir nicht ständig bewachen müssen mit Unmengen von Truppen, denn das wäre wohl nicht sinnvoll, eine zweite Front aufzumachen. Die erste Front, die ist hier weiter unten im Süden, das ist diese Halbinsel hier, die belagert wird von zwei Wolfsrudeln. Bay Hills, so heißt unser äußerster Vorposten im Norden, wo wir den größten Teil unserer Bürgermilizen zusammengezogen haben. Wir, ich spreche mal im Majestätsplural, das ist der Kommandant der Bürgermilizen Neuenglands. Wir sind gerufen worden von den wackeren, aber harmlosen Siedlern in Neuengland, um sie zu schützen, um sie zu bewahren vor dem Tod, der ihnen dadurch lauert, dass die Wölfe und Werwölfe aus dem Hinterland Neuenglands sich aufmachen auf der Suche nach Opfern. Eine Runde weiter. Ja, reiten wir mal mit dem Scout weiter Richtung Westen und schauen wir, ob wir die Werwölfe nicht finden können. Ich mache mal etwas bessere Sicht darauf, jetzt seht ihr ganz links, werden jetzt auch die Textmerkmale, die Beschreibungstexte zu den Geländefeldern angezeigt. Und ich bin schon gespannt, wo diese Werwolfstadt sich befindet. Hier muss ja einfach irgendwo eine sein, denn von dem Norden aus ziehen ja die Wolfsrudel runter gen Süden. Also irgendwo müssten die ja einen Stützpunkt, eine Basis haben. Mit dem Segelboot hier ziehen wir am besten möglichst schnell und bald zum Hauptstadthafen, denn im Hauptstadthafen, da warten schon, ich zeige euch mal das, da sind die Kais überlaufen von Bürgern, die Washington, die Hauptstadt, die Bundeshauptstadt verlassen wollen, um zu uns einzuwandern. Und das geht natürlich nur, wenn wir denen Schiffe zur Verfügung stellen, auf denen sie einschiffen und übersetzen können zu uns. Und eines dieser Schiffe, das erste, das ankommen wird, das ist hier die Cambridge, unser größtes, mächtigstes und zweites Schiff mit etlichen Exportwaren an Bord. Das bringen wir jetzt mal. In zwei Runden wird es angekommen sein zur Hauptstadt. Eine Runde weiter. Ein Hafen ist gebaut in Boston. Das ist notwendig, weil wir in Boston, das ist unsere Hauptstadt im Hinterland gelegen, weil wir diese Stadt zu einer mächtigen Produktionsstadt hochziehen wollen, mit vielen, vielen Einwohnern. Und dafür brauchen wir natürlich auch ordentlich Nahrung, die wir für diese Bürger gewinnen müssen. Ein Fischer schafft hier bereits Nahrung aus dem Meer an. Und jetzt noch zwei Nahrung mehr, weil wir diesen Hafen gebaut haben. Was errichten wir hier als nächstes? Es bietet sich beispielsweise an, hier eine Pelzhändlerhütte zu bauen. Das mache ich auch, weil, ich zeige euch das mal, ach, jetzt noch nicht, erst müssen wir dieses Zufallsevent, dieses Ereignis zu Ende bringen. Ich lese es mal vor. Kommandant, ein Missionar der Herrnhuter Brüdergemeinde, reist derzeit durch Neuengland. Sein indianischer Diener, der ihn begleitet, will ihn verlassen, weil er die unsittlichen Annäherungen seines Herrn satt hat. Unter christlicher Nächstenliebe verstehe ich etwas anderes, verkünde ich der Kommandant. Selbstverständlich gewähren wir dem Indianer Zuflucht. Das ist wirklich christliche Nächstenliebe, die wir, wahre christliche Nächstenliebe, die wir zeigen, die aber auch ein klein bisschen eigennützig ist, weil dieser konvertierte Ureinwohner, weil wir den natürlich verwenden können, um noch weitere
noch weitere Fälle beispielsweise hier in Boston zu gewinnen, die wir dann für teures Geld exportieren können in die Bundeshauptstadt. Aber um den Gedankengang von eben nochmal aufzugreifen, aber vorher setze ich mal ganz schnell mit der Dorsetshire mit unserem zweiten Schiff rüber Richtung Washington, um den Gedankengang von eben nochmal aufzugreifen, hier in Bay Hills. Da ist nämlich, wenn ich mich richtig entsinne, und das tue ich, hier ein Meisterpelzhändler, im Moment provisorisch damit beschäftigt, hier eine Stadthalle hochzuziehen. Und diesen Meisterpelzhändler, den würde ich gerne baldmöglichst irgendwo hinbringen, wo er etwas nutzbringender ist, sprich nach Boston. Denn in Boston kann er die Felle, die jetzt der konvertierte Ureinwohner produziert, die kann er dann in diesem Gebäude, das wir bauen, in der Pelzhändlerhütte, umwandeln. In Pelzwaren, in eine teure Fertigware, die wir dann im Hauptstadthafen verticken können. So, jetzt aber wieder zu unserem erfahrenen Scout, der hier die Gegend erkundet und der immer noch auf der Suche ist nach den Werwölfen. Hoppla, jetzt haben wir sie fast gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr das hängt wohl auch von eurer Bildschirmauflösung ab. Ob ihr erkennen könnt, lesen könnt, was da ganz links in diesem Textfeld steht. Da wird angezeigt, dass dieses Geländefeld hier, dieses hier und dieses hier, dass das zu einer Werwolfstadt gehört. 100% Werwölfe steht da. Das bezieht sich auf das Kulturgebiet der Werwölfe. Das zwar nicht farblich angezeigt wird, aber so ein bisschen indirekt durch diese Texteinblendungen. Und wir wissen jetzt hier irgendwo, vermutlich hier, auf diesem Geländefeld, wo mein Cursor im Augenblick weilt, da ist vermutlich eine Werwolfstadt. Ich ziehe ein bisschen weiter hoch und wir sehen schon ein gutes Stück weg vom Nordosten. Das heißt, wenn wir dort eine Stadt gründen, dann sind wir, ich aktiviere mal das Bonusressourcensymbol oder die Bonusressourcensymbole. Wenn wir hier beispielsweise eine Stadt gründen, dann ist die halbwegs sicher vor den Werwölfen. Es sei denn, die machen dasselbe wie wir. Die entsenden Späher in alle Himmelsrichtungen. Dann ist das der Ort, dieser Ort hier im Nordosten natürlich nicht ganz so sicher. Aber wir haben jetzt zumindest lokalisiert, aus welcher Stadt heraus wahrscheinlich diese Wolfsrudel kommen, die uns bedrängen. Diese Stadt ist hier wahrscheinlich auf diesem Geländefeld. Und damit dieser Scout von uns in Ruhe weiter scouten kann, werden wir ihn jetzt ein bisschen Richtung Norden ziehen, denn wir wollen den Werwolf natürlich nicht in die Falle laufen. Eine Runde weiter. Ein weiteres Zufallsevent. Kommandant, einige Veteranen des Unabhängigkeitskrieges bieten ihre Dienste an. Ihr hessischer Landesfürst schickte sie einst nach Amerika und so weiter und so fort. Hier werden uns hessische Söldner angeboten, die wir aber nicht verpflichten können, weil wir keine 1000 Gold in unserer Schatzkammer haben. Wir haben etwas sehr sparsam gehaushaltet. Deshalb kann ich nur klicken auf, da muss ich leider passen. So, jetzt sind wir aber angekommen im Hauptstadthafen. Jetzt haben wir etwas mehr Geld auf der hohen Kante. Aber erstmal schauen, was wir in der eigentlichen Spielwelt hier noch erledigen können. So, mit dem Scout hier ziehe ich mal Richtung Norden. Vielleicht entdecken wir mit etwas Glück noch eine alte Kulturstätte, die wir plündern können. Ja, tatsächlich, da ist eine. Unglaublich, kaum ausgesprochen, schon wird dieser Wunsch wahr. Das klappt ja einfach, vielleicht sollte ich öfters einfach solche Wünsche äußern und schon werden sie wahr. Vielleicht hat das Programm ja einen Sprachsensor, der erfasst, was ich hier ins Mikrofon schwätze und erfüllt dann mir jeden Wunsch, den ich äußere. Also hier ist eine alte Opferstätte, die werden wir möglichst bald plündern. Und hoffen natürlich, dass uns kein Werwolf zuvorkommt und diesen Scout abfängt. Einen Bewegungspunkt haben wir noch mit ihm. Ich ziehe mal über Norden dorthin und hoffe, dass da kein Werwolf lauert. Aber nochmal zurück in die Hauptstadt, genau. Ja, was machen wir mit all den Einheiten? Die werden wir wohl alle übersetzen. Aber was lässt sich mit knapp 700 Gold kaufen? Ich fürchte fast gar nichts. Brauchen wir vielleicht Eisenwaren hier? Mal schauen. Ja, in Bay Hills brauchen wir 50 Eisenwaren, um den Bau der Stadthalle zu vervollständigen. Ihr erinnert euch vielleicht, das sollten wir auch machen, diesen Bau vervollständigen, weil wir noch eine Quest offen haben, die an den Bau dieser Stadthalle gekoppelt ist. Zeige ich euch gleich nochmal.
Also, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder kaufen wir diese 50 Eisenwaren ein und bringen die rüber, oder Bau beschleunigen. Dann würden wir allerdings auch die Hämmer und den Stein und alles mögliche andere einkaufen. Das wäre Geldverschwendung. Nein, wir machen das mal. Wir rüsten eine unserer Einheiten, ist ja eigentlich welche, rüsten die aus als Pionier. Dann werden nämlich diese 50 Eisenwaren, die wir für die Stadthalle benötigen, automatisch eingekauft. So, jetzt setzen wir den an Bord. So können wir nämlich alle unsere 6 Transportslots möglichst effektiv und sinnvoll füllen. Die Frage ist, sollen die alle denn rüber nach Bay Hills, denn da wollen wir unser Schiff wohl hinsetzen? Oder, ja, das müssten wir natürlich auch bedenken, hier, Rich and Lonely. Hier sollten wir natürlich nach Möglichkeit noch eine zweite Einheit hinbringen, die diesen Fischer hier durchfüttert. So, den können wir jetzt hier den Bootssteg errichten lassen. Na, noch klappt es nicht richtig. Der hat noch nicht genug Nahrung auf Vorrat gesammelt. Aber um das nochmal aufzugreifen, wir brauchen hier schon noch eine, wenn wir hier beispielsweise eine zweite Einheit hinsetzen, um Silber zu schürfen. Die verbraucht 2 Nahrung. Dann bräuchten wir eventuell schon hier einen erfahrenen Fischer, aber ein normaler freier Bürger würde auch ausreichen, denn der Bootssteg hier, der erhöht ja auch schon die Nahrungserträge hier. Also diesen erfahrenen Fischer, den wir hier haben, den müssen wir nicht unbedingt nach unten nach Rich and Lonely transportieren. Hier in Fine Tobacco brauchen wir den auch nicht. Also wir bringen mal alles, was es hier gibt, rüber. Richtung, ja, in welche Richtung eigentlich? Das ist ja auch noch ein Problem, geht mir gerade auf. Wie transportieren wir eigentlich die Waren, die wir hier in Boston produzieren? Wie transportieren wir die nach Bay Hills? Wäre es da nicht klug, hier in Boston eine Transporteinheit zu bauen, einen Planwagen oder einen Ochsenkarren? Ich denke schon. Ich setze mal hier auf einen Ochsenkarren, obwohl dann dauert es natürlich länger, bis diese Pelzhändlerhütte fertig ist, ne? Naja, wir können nicht alles gleichzeitig bauen. Wir müssen irgendeine Entscheidung treffen. Dann belasse ich es mal hier bei der Pelzhändlerhütte, denn die meisten Einwanderer, die werden wir ohnehin nicht nach Bay Hills transportieren wollen, sondern weiter in den Südwesten nach Boston. Das heißt, da fährt unser Segelschiff vermutlich ohnehin hin. So, das heißt, all die Herrschaften, die wir hier haben, die setze ich erstmal hier die schicke ich einmal hier aufs Meer, dann müssten die hier irgendwo ankommen. Schon wieder eine Runde weiter. Jetzt ist auch das andere Segelboot hier angekommen, aber erst schauen wir mal, was es in der Spielwelt noch gibt. Aha, der erfahrene Scout wird jetzt ein Abenteuer erleben und wir auch, wenn er in die alte Opferstätte setzt. Ich bin sehr gespannt, was ihn da erwartet. Na, es wird behauptet, das könnt ihr wahrscheinlich kaum lesen, weil das so klein eingeblendet wird. Vielleicht kann man es hier etwas größer sehen. Hier könnt ihr es größer lesen. In das alte Gemäuer ist eine Skizze der Umgebung eingeritzt. Welch hilfreicher Fund, behauptet das Programm. Und verspottet uns damit vielleicht ein kleines bisschen. Naja, es ist schon hilfreich, hier ein bisschen zu sehen, was hier wo liegt. Aber schöner wäre natürlich ein Schatz gewesen. Ich gehe mal ganz, ganz weit raus in die Vogelperspektive und zeig mal hier die Kulturbereiche an. Ja, das war eine gute Entscheidung. Ihr seht hier, ich klicke mal hier drauf auf leere Karte ein aus, dann sieht man das noch besser. Hier ist die zweite Werwolfstadt. Es war doch ein hilfreicher Fund. Jetzt haben wir gleich 2 Werwolfstädte lokalisiert. Die eine ist hier und die andere ist hier vorne. Sehr, sehr interessant. Und jetzt fuschen wir mal ein bisschen, denn der Nebel des Grauens, der wird ja bald ganz viel hier wieder zudecken, der Fog of War. Und ich markiere das hier, ich setze hier mal ein Zeichen und tippe hier mal rein. Stadt. 1 drunter, das ist mein Spickzettel. Wissen wir 1 drunter und da sitzt die Werwolfstadt. Jetzt haben wir das quasi eingeritzt in die Umgebung. Ja,
Was machen wir dann mit dem Späher? Nochmal die Bodenungsressourcen anschauen. Gibt es hier irgendeinen interessanten Siedlungsgrund? Ja, viele. Aber keine, die wir kurzfristig hier bauen werden. Hoppla hopp. Sehr attraktiv. Sehr hübsch anzusehen. Ein Vulkan. Aber derzeit auch nutzlos. Ein Steinbruch? Was ist denn das? Was hat Mark Cross, der Kartenbauer, denn hier gemacht? Hier ist eine Straße eingezeichnet. Sehr interessant. Eine Straße, eine alte Straße führt hier lang. Und hier in der Nähe ist ein Steinbruch. Das heißt, hier war mal womöglich früher eine andere Siedlung der Neuengländer. Und die ist vielleicht in der jüngeren Vergangenheit vernichtet worden. Durch den Ansturm der Werwölfe. Aber diese Modernisierung ist erhalten geblieben. Das heißt, das könnte recht interessant sein, hier vielleicht diese Siedlung wieder zu gründen. Vielleicht auf den Ruinen der alten Stadt, die wir jetzt noch nicht sehen können. Vielleicht gibt es hier noch mehr dieser Geländemodernisierung, die ja wirklich teuer sind, wenn man sie baut. Und insofern könnte es interessant sein, hier in der Nähe eine Stadt zu gründen. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Auch das werde ich mir mal merken, denn ich vermute mal, nein, dieses Geländefeld müsste eigentlich bleiben. Das müsste nicht vom Fork of War verdeckt werden, denn hier fließt ein Fluss. Und die Felder, die direkt an einem Fluss liegen, die bleiben ja erhalten. Das ist alles doch recht interessant. Ein hilfreicher Fund war es wirklich, diese Karte, die wir da entdeckt haben. Sehr, sehr interessant. Silber hier auch, sehr geheimnisvoll. Könnte doch vielleicht interessant sein. Ja, jetzt ist unser Späher unsichtbar geworden, aber nicht, weil er eine Tarnkappe übergezogen hat, sondern weil ich auf diesen Button noch nicht wieder geklickt habe. Da ist der Späher. Wohin ziehen wir jetzt mit ihm? Ich denke, wir ziehen mal hier ganz im Norden entlang und schauen mal, ob wir nicht irgendwo noch ein altes Gemäuer entdecken können und diesmal vielleicht wirklich einen Schatz. Was können wir im Hauptstadthafen machen mit den 242 Gold? Gar nichts. Ich setz mal mit dem rüber, oder? Wir 10 Kreuze pro Runde, da können wir eventuell in der nächsten oder in der übernächsten Runde schon wieder weitere Einheiten an Bord nehmen. Den lasse ich hier mal stehen. Eine Runde weiter. Hier ist unser Segelschiff, die Cambridge. Und mit der ziehe ich jetzt mal, weil wir ja die Eisenwaren nach Bay Hills bringen wollen, ziehe ich hier mal rüber Richtung Bay Hills. Und mit dem Scout hier ziehen wir weiter den Norden lang. Und schauen mal, was es hier zu entdecken gibt. Schaffen wir noch eine Runde? Ich denke schon. Eine Runde weiter. Und ja, wir können die Stadthalle im Augenblick nicht abschließen, weil die Eisenwaren hier gerade erst gebracht werden. Wir müssen jetzt also erstmal irgendein anderes Gebäude in Auftrag geben. Welches sollte das sein? Ein Hafen, nicht? Mit einem Hafen machen wir eigentlich nie was falsch. Denn obwohl für ein einziges Meeresfeld hier einen Hafen extra errichten, ist ja irgendwie auch Quatsch, ne? Vielleicht eine Kapelle, um noch weiter für Bevölkerungswachstum zu sorgen. Naja, ich fange mal mit der Kapelle an und oder einen Planwagen halt. Ich lasse erstmal mit der Kapelle. Wir gucken gleich weiter. So, der Scout zieht jetzt weiter hin und her, entdeckt erstmal gar nichts. Eine Textmeldung meldet ganz oben, ich zeige euch das mal, indem ich hier da drauf klicke, dass der Lagerraum in Fine Tobacco fast vollständig ausgenutzt sei. Da ist tatsächlich unser Tabakpflanzer sehr, sehr fleißig gewesen. Hier unten seht ihr, 96 Tabak sind ja schon im Lager, nur 100 werden hier überhaupt gefertigt. Na, dann können wir ja mit dem auch ein Päuschen einlegen und ein paar Freiheitsglocken produzieren. Das Segelschiff ist jetzt gleich hier angekommen in Bay Hills, genau. Jetzt schnappe ich mir diesen mitreißenden Prediger und gebe ihm einen anderen Beruf. Dann müssten die Eisenwaren frei werden. Ich mache mal einen harmlosen Siedler aus ihm. Ja, jetzt haben wir die Eisenwaren und können den Bau der Stadthalle abschließen. Sehr schön. Und mit diesem mitreißenden Prediger ziehen wir nach Boston, denn da ist ja die Kapelle. Ich zeige euch das nochmal hier links oben.
Da ist die Kapelle die einzige, die wir bislang haben, wo der gefälligst arbeiten, sprich beten soll. Und die anderen Einheiten, die schmeiße ich jetzt mal alle von Bord der Cambridge runter. Und was wir mit denen anstellen jetzt in Bay Hills oder woanders, das können wir uns jetzt zu Beginn der nächsten Runde überlegen. Eine kleine Pause und bis bald, bis zu unserer nächsten Folge von Werewolves, von unserer Colonization-Schauergeschichte.